9 Tore wären fallen. 8 Tore mit dem Wind und ausgerechnet das 9. gegen den Wind erzielte Tor wird über Sieg und Niederlage entscheiden. Im Hintergrund sehen wir den stark wehenden Wind. Dynamo in den weißen Hemden von links nach rechts spielend mit der ersten Chance in den ersten Minuten. Den herrlichen Flankenlauf schließt Torm mit der Nummer 5 ab. In der nächsten Szene scheitert Timmy mit der Nummer 6 an den hervorragenden Torsteher der Füchse. Der Füchse Oelver setzt sich auf der linken Außenbahn schön durch, zieht ab und Darian im Tor kann mit Fußabwehr klären, aber der nächste Angriff rollt schon wieder. Pfosten. Lukas mit der Nummer 7 erkämpft sich im Mittelfeld den Ball, spitzelt den Ball nach vorne zu Timmy mit der Nummer 6, der passt auf Torm mit der Nummer 5 und es steht 1:0. Auf der rechten Seite erkämpfen sich die Dynamos den Ball. Lukas zieht ab, aber der Torsteher wehrt zur Seite. Und Jakob ist da und vollendet mit einem Linksschuss zum 2:0. Das war ein Start nach Maß. Maxi mit der 2 erkämpft sich den Ball, spielt zu Timmy mit der 6. Der schießt mit Pike, aber der Torsteher kann wieder klären. Lukas sicher Rückpass zum Torsteher und Darian spielt übers gesamte Feld. Der Verteidiger macht noch eine Vorlage für Timmy und er hebt ganz clever über den herausstürzenden Torsteher. Was ist denn hier los? Schon in den Anfangsminuten steht es 3:0 für BFC Berlin. Natürlich kommt da die Säge. Wenige Minuten später ein in der Tiefe öffnender Pass zu Lukas und Lukas schiebt an herausstürzenden Torsteher vorbei. 4:0, das hätten ja selbst die kühnsten Optimisten nicht geträumt. Und jetzt schon wieder ein Angriff über Maxien, der zur Torauslinie flankt auf Sebastian und der trifft den Ball nicht voll. Und der Torsteher kann klären. Und nun wieder Maxi mit einem schönen Pass zu Justin, der legt quer ab zu Sebastian. Aber der kommt nicht an den Ball, lässt ihn durch und die Gefahr ist bereinigt. Wenige Sekunden sind in der ersten Halbzeit zu spielen und die Füchse greifen an. Kommen gefährlich vors Tor, aber Darian im Tor kann die Sache entschärfen. Nun in der zweiten Halbzeit spielen die BFCer gegen den Wind und kommen gefährlich vors Tor. Sebastian mit einem herrlichen Weitschuss. Chance vertan. Nun eine herrlich getretene Ecke lenkt Olli zum Eigentor, nämlich zum 4:1 in die eigenen Maschen. Der gleiche Olli erkämpft sich im Mittelfeld, den Ball spielt zu Lukas auf der linken Seite und Lukas zieht ab, aber der Torsteher hält prima. Im Gegenzug die Füchse, ein herrlicher Schuss. Oh je, was ist da passiert? Sonst die Zuverlässigkeit in Person und jetzt dieser Fehler, 4:2. Nun wieder die BFCer mit Stanley den Oelver, der zu Torm zu Lukas und der mit seiner linken Klebe, aber übers Tor. Hier setzt Lukas den Torsteher unter Druck. Der Ball kommt zu Jakob, aber der schießt mit rechts, obwohl links Füßer ist. Dann klären die Füchse. Wie so oft im Fußball, so auch hier bei der E-Jugend, wenn man vorne die Tore nicht macht, kann es schnell passieren, dass man die hinten reinkriegt. Hier ist das passiert zum 4:3. Nun ist das Spielfahren beim BFC gerissen. Gelegentliche Angriffe kommen über Torm zustande, der dann Timmy und Lukas. Wieder zu Torm, der mit einem weiten Flankenwechsel auf Timmy, aber der Torsteher vorneweg und dann kommt Stanley und schießt daneben. Ein Tor würde Ruhe reinbringen, aber jetzt ein Eckball der Füchse. Lukas, der Siemer steht nicht richtig, ist ja auch ein Stürmer und wie man sieht, das kann ja wahrlich gut. Das wurmt ihn natürlich mächtig und wie in der nächsten Szene zwar nicht zu sehen ist, aber er macht seinen Fehler gut. Genauso wie Olli eben diese Flanke schön schlägt und was nicht im Bild zu sehen ist, Lukas war es. So dicht liegen Pech und Glück nebeneinander. Es sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Der Sechser Timmy haut den Ball nach vorne. Der Torsteher kommt raus, aber fängt den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraumes. Der gutpfeifende Unparteiische entscheidet auf Freistoß. Der raffiniert getretene Freistoß geht knapp daneben. Eine tolle Aufholjagd der Füchse, die einem 4:0 Zurückstand nachjagten, wurde nicht belohnt und hier ist der Abpfiff und der verdiente Sieg der BFC-Mannschaft. Fans und Trainer konnten zufrieden sein, sahen sie doch 9 schöne Tore.